Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe ja letzte Woche keins gepostet, weil, also ich hatte es zwar zeitlich schon geschafft, aber ich hatte irgendwie nicht so die Motivation und irgendwie dadurch, dass YouTube eher so hinten ansteht, weil ja Instagram meine Hauptplattform ist, ja, mache ich dann eher dann so Instagram und YouTube, ja, wenn ich Bock drauf habe, so. Genau, aber dafür gibt es jetzt wieder ein What I Eat. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mal. Also morgen kommen eigentlich auch meine Eltern. Ich hätte das auch mit reinnehmen können, weil wir gehen auch essen und so. Aber ich glaube, dann schaffe ich es nicht mehr zu schneiden bis Sonntag. Und ja, deswegen seht ihr es dann auf Instagram. Und genau. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Frühstück. Guten Morgen. Ich starte wie immer mit meinem Gerstengras-Kurkuma. Beziehungsweise ich habe jetzt gemischt von Nature Gerstengras-Kurkuma und dann noch Lemon Morning mit Gerstengras. Deswegen sieht es so ein bisschen anders aus. Also das eine ist ja Gerstengras-Saftpulver und das andere ist Gerstengras-Kurkuma. Das habe ich jetzt auch gemischt, weil ich kann mich irgendwie nicht entscheiden und mache beides zusammen. Ja, dann habe ich beide Wirkungen quasi. Dann noch ein paar Supplemente drin. Das gibt es jetzt vom Frühstück. Hallo, also mein Frühstück ist jetzt Porridge und heute mal mit so einem Himbeernussmus. Das ist so auf Cashew-Basis und ich glaube, da ist auch so ein mini bisschen Kokos drin und Himbeerpulver eben und das mit Erythrit gesüßt hatte ich damals noch von der Foodies-Kooperation tatsächlich, habe ich noch gefunden und irgendwie hatte ich gerade so Bock drauf, obwohl ich ja meistens so eher so Schoko-Nussmensch bin, aber da hatte ich gerade wirklich richtig Lust drauf und ich finde auch die Farbe echt ultra schön, also wirklich so richtig schön pinky. Und ja, ich habe jetzt kein Zimt drauf gegeben, sondern nur Vanille, weil ich finde, das passt besser. Und dazu mein Espresso. Und by the way, wo ich gerade Foodies meinte, ich kann euch eigentlich mal ein bisschen so erzählen von der Kooperation damals, weil ich fand es eigentlich, ich liebe die Produkte eigentlich. Also ich habe die Produkte geliebt, fand die ganze Kooperation echt cool und so. Aber dann, ja, gab es ja da so ein paar Änderungen, was dann echt crazy war. Hatte ich mal kurz auf Instagram damals erwähnt, aber ich glaube, vielleicht finden das manche ganz interessant. Deswegen kann ich da vielleicht später mal was zu sagen. Hallo, ich mache mir zum Mittagessen Brot mit Sardinen. Das hatte ich ja schon mal irgendwann. Fand ich echt lecker. Das ist erst nicht so oft, aber jetzt habe ich gerade Bock drauf. Und werde dann noch Avocado dazu machen auf jeden Fall. Und vielleicht ein bisschen Gemüse noch oder so einen kleinen Salat. So, ich finde das wieder so eine lustige Brotgröße, weil die so ein bisschen zu groß sind, aber zu klein für Sabieren. Egal, auf jeden Fall. Die sind tatsächlich auch ein bisschen dicker. Das sieht man jetzt gar nicht so. Aber ein bisschen dicker als die, die man sonst oft hat. Die sind ja oft sehr dünn und zerbröseln. Die zerbröseln aber zum Glück nicht so. Ich habe gerade auch schon so ein Stück probiert und finde ich super gut. Also fand ich, glaube ich, sogar jetzt... Ich glaube, das Alnatura, was ich damals hatte, fand ich ein bisschen schlechter vom Geschmack her. Also auch gut, aber ich finde, hier schmeckt man den Sauerteig mehr da drin. Und das mag ich sehr gerne. Ich muss auch sagen, ich mochte schon immer diese gequetschten Brote irgendwie. Ich finde, die haben was. Also auch wenn das jetzt, sage ich mal, nicht so ein fluffiges Bäckerbrot ist, aber mag ich irgendwie. So, ich habe jetzt schon mal den Fisch darauf so ein bisschen zermatscht. Ich habe da jetzt auch noch nicht alles genommen, aber ich glaube, den Rest werde ich einfach noch so essen, damit der nicht übrig bleibt. Und jetzt mache ich noch ein bisschen so gute Tomate drauf, denke ich, und ein bisschen Kräuter auf jeden Fall auch. Voilà, hier ist das Mittagessen. Und zwar die Bananenbrote, da habe ich dann eben Avocado drauf gemacht, dann die Sardinen gequetscht. Ganz viel Zitrone, weil das ist echt so wichtig, finde ich, für den Geschmack. Dann noch ein bisschen Gurke-Tomate. Dann habe ich noch Kürbiskerne drauf gemacht. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen und das wollte ich unbedingt ja, so als Crunch on top haben. Und noch so ein bisschen irgend so eine Art Kresse. Und dann habe ich da hinten noch so einen kleinen Tomaten-, Gurken-, Paprika- und Zwiebelsalat. Beziehungsweise das sind so Schalotten und die habe ich einfach kurz in heißem Wasser so eingelegt, dass die nicht mehr so krass scharf sind beim Essen. Ein bisschen Kräutergewürze, Essigöl und auch ein bisschen Kresse. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen und ich freue mich da voll drauf. Ich mache mir jetzt noch den restlichen Fisch. Ich habe mir jetzt noch eine dritte Scheibe genommen und habe da auch noch ein bisschen Rest Avocado drauf gemacht. Und genau, ist noch eine dritte Scheibe quasi. Und ich glaube, dann war es das auch für mein Mittagessen. Ich war jetzt noch mit einer Freundin spazieren und ich bin so froh. Ich kann nämlich, das Dienstbeizeisen endlich bei mir ankommen. Ich werde es euch auch gleich zeigen. Und ja, ich freue mich voll drauf, ich kann das jetzt endlich mal probieren und bin sehr gespannt, weil, ja, ich kenne nur die von letzten Jahr, die waren schon mega gut, aber die von diesem Jahr kenne ich ja nicht und das sind auch zwei neue Sorten. Deswegen bin ich gespannt. Das ist übrigens immer keine bezahlte Werbung, wenn ich das so zeige. Also ich werde dafür jetzt nicht bezahlt, wenn ich das zeige, aber es ist angekommen und ich freue mich so. Also ich meine, ich habe ja eine Kooperation, ihr könnt da ja auch immer sparen und so, aber nur, dass ihr das wisst, dass wenn hier irgendwo Werbung steht, heißt das nicht, dass es bezahlt ist, weil ich glaube, viele wissen das dann nie genau, ja.
Leute, schaut mal, was gerade angekommen ist. Ich bin so happy, weil ich dachte erst, die kommen nicht mehr rechtzeitig an, weil ich habe halt ab Sonntag mit meinen Eltern nach Hause fahre für eine Woche und dann ja, bin ich nicht hier. Aber es ist einfach angekommen, das Eis von Lenis Bites. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erfahren habt. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann wahrscheinlich schon. Es sind einfach die Ice Cream Bars von Lenis Bites. Die gab es ja letztes Jahr schon in Raspberry und Peanut. Dieses Jahr gibt es 3 Sorten und diese 2 sind neu. Und ich freue mich, die später einfach alle 3 zu probieren. Es ist eben so immer so eine Viererbox. Das ist halt ganz cool, weil da hat man nicht direkt so 30 Riegel, wenn man sich alle Sorten bestellt. Deswegen, ja. Falls ihr auch Bock habt, schaut mal im Shop vorbei. Mit Maya 10 könnt ihr auch 10% sparen und ihr könnt auch andere Dinge noch dazu bestellen. Ihr müsst nicht nur Eis bestellen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und die Schokolade ist übrigens mit Datteln gesüßt. Finde ich richtig cool. Also mal was anderes. Oh mein Gott, ich habe sie aufgeschnitten. Jetzt sind die natürlich noch sehr fest. Also man muss sie auf jeden Fall ein bisschen antauen lassen, dass sie cremiger werden. Das ist auch viel leckerer dann, das weiß ich noch vom letzten Jahr. Aber es sieht so gut aus. Also rechts, links ist Schoko-Haselnuss, also quasi so Nougat-mäßig. In der Mitte ist Karamella, glaube ich. Ich glaube, das ist auf Cashew-Basis oder so. Und rechts ist Raspberry. Oh, sieht so toll aus. Und eben mit Dattelschokolade. Yay, oh mein Gott, ich habe die zu hoch. So, hier sieht man es. Also das sind 3 Sorten. Ich finde es mega. Boah, ich freue mich jetzt voll drauf, die zu probieren. Aber wie gesagt, müssen noch ein bisschen angetaut werden, damit die dann am besten schmecken und am cremigsten sind. Und das habe ich mir jetzt mal als Snack genommen. Ich habe mir jetzt einfach mal von jedem einen halben genommen, weil ich ja jede Sorte jetzt testen möchte. Und ich hatte jetzt keinen Bock, direkt 3 Riegel zu essen, beziehungsweise dann sind halt auch schon 3 Riegel weg. Genau, deswegen mit ein paar Beeren und ja, das snacke ich jetzt. Oh mein Gott, das ist mein Favorit. Der ist ja mal so geil. Hallo, jetzt ist schon eigentlich der nächste Tag. Also ich mache hier jetzt wieder so einen Einschub. Weil ich wollte ja euch das noch erzählen mit der Foodies-Kooperation und ja, übrigens kommen auch gleich meine Eltern, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ja, also ich erzähle es euch einfach mal, weil ich glaube, es ist ganz cool, wenn man mal sowas, ja, sieht auch, was hinter den Kulissen so abgeht und dann versteht man das vielleicht auch mit manchen Kooperationen einfach besser. Ich hatte ja damals relativ lange schon eine Kooperation mit Foodies und ich fand es auch mega cool. Ich finde auch immer noch die Produkte mega geil, also oder zumindest fast die meiste. Also ich meine, es ist ja nie so, dass man alles 100% gut findet, aber ich war wirklich echt Fan davon und stand auch hinter der Marke und alles. Aber dann gab es ja diesen Zusammenschluss von Foodies und More. Ich glaube, Foodies hat schon länger zu dieser Gruppe gehört, aber dann war das irgendwann so, dass ich weiß nicht ganz genau, ob da jetzt wer was wie gekauft hat, will ich auch jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall war es so, dass dann der Foodies-Shop ja in den More-Shop verlagert wurde. Das ist ja jetzt immer noch so. Und ich hatte dann auch damals einen neuen Vertrag zugesendet bekommen und allgemein war die Kooperation auf Provisionsbasis. Also war jetzt nicht so, dass man irgendwie bezahlt wird oder so, wenn man Stories und Videos oder so macht. Und genau, in dem neuen Vertrag stand dann, das fand ich halt richtig krass, es gab so einen Abschnitt mit Exklusivität. Ich hätte halt quasi wirklich keine andere Kooperation machen dürfen, die irgendwie in diesem Bereich ist. Und da die ganze Gruppe alles abdeckt, war quasi, ich hätte wirklich jede von meinen anderen Kooperationen beenden müssen, wenn ich das mit Foodist weitermachen wollen würde. Selbst wenn ich keine More-Produkte oder so bewerbe. Und ich hatte da auch mehrmals schon nachgefragt, aber ich hätte wirklich Lenis Bites beenden müssen. Aber auch InnoNature und wirklich alles. Und das habe ich natürlich nicht angesehen, weil ich meine, das ist halt, ich verstehe natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht irgendwie 10.000 gleiche, also verschiedene Proteinpulver von verschiedenen Marken bewerben soll. Das ist ja alles logisch, aber das, ich fand das halt einfach too much in dem Fall. Und ja, deswegen bin ich dann rausgegangen und das war dann halt auch der Grund. Lustigerweise hat mich paar Wochen später dann More angefragt, habe ich gar nicht gecheckt. Aber ja, das wollte ich nur mal erzählen. Deswegen bin ich halt damals dann wirklich direkt rausgegangen und ich glaube, sehr, sehr viele andere auch, also mit denen ich auch Kontakt hatte. Und ja, deswegen, falls manchmal so weirde Situationen sind mit Kooperationen oder jemand plötzlich eine andere Kooperation hat, das ist dann nicht immer nur plötzlich so, dass derjenige dann irgendwie mehr Geld kriegt oder so, sondern ja, kann halt auch ganz andere Gründe haben. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr happy, wie es gerade so mit meinen Kooperationen ist, also so, die ich da habe. Genau, finde ich alle sehr, sehr cool. Von daher, ja, habe ich da jetzt eh irgendwie, also ich muss sagen, ich finde, das hat sich eher alles ein bisschen komisch entwickelt, so auch mit Foodies und so. Also ist irgendwie eher so untergegangen, keine Ahnung, also meine Meinung. Aber ja, im Moment bin ich auf jeden Fall happy. Ich wollte es nur noch mal erzählen. Also es ist schon ein bisschen länger her jetzt, aber ist, glaube ich, ganz interessant. Und ja, jetzt muss ich mich auch fertig machen, weil gleich kommen meine Eltern, gehen dann später auch essen heute Abend. Aber es ist so heiß, sind einfach 32 Grad. Und ja, richtig crazy. Und dann muss ich auch noch das Video fertig schneiden, damit es dann morgen online kommt. Also damit ihr es dann rechtzeitig seht. Egal, wir machen jetzt auf jeden Fall schon noch weiter mit dem eigentlichen Video, mit dem eigentlichen What I Eat.
Schaut mal, ich habe mir gerade schon Abendessen gemacht. Es muss nämlich jeden Abend, nee, was heißt jeden Abend, aber es muss auf jeden Fall mindestens einmal am Tag eine Bowl geben, beziehungsweise muss nicht, aber ich liebe es einfach. Deswegen, genau, mir schmeckt es einfach so, wirklich so, so gut in der Kombi. Ich habe wieder Hirse als Base genommen. Da nehme ich immer so ja, 85 Gramm, also roh gewogen. Und dann habe ich Hefeflocken drauf gegeben, dann Cashewmus ist schon drauf, aber das ist unter den Hefeflocken. Essigöl, Gewürze und... ja, das war's, glaube ich. Oder habe ich quasi das Dressing schon so drüber gegeben. Dann Kichererbsen da oben, Avocado, Tomatenmark und schon ein bisschen Gemüse und Kräuter. Und jetzt kommt noch der Tofu drauf. Und hier habe ich jetzt das fertige Ergebnis mit dem Tofu noch drauf. Also einfach Räuchertofu, den habe ich aber schon warm gemacht. Und dann habe ich noch, das sieht immer so witzig aus, ich weiß, aber das schmeckt so gut, wirklich, ihr müsst mir auch vertrauen. Und zwar halt immer so Kleckse von Tomatenmark, Senf und Miso-Paste, die ist so geil. Drauf machen und es gibt einfach so viel Geschmack nochmal und ja, da muss man sich vorher nicht so ein aufwendiges Dressing zusammenrühren. Ja, und das gibt's jetzt und ich freue mich sehr drauf. Ich snack jetzt hier noch die ganze Zeit so Kürbiskerne raus. Also ich hatte auch noch ein bisschen Nachstellung, das habe ich nicht gefilmt. Und ja, jetzt hätte ich irgendwie voll Bock auf die noch. Ich habe mir jetzt gerade bisher noch zwei Berlin-Laufpralinen genommen und zwar, die sind jetzt in der Sorte Cookie Dough. Ich finde die echt so ultra lecker. Also ich hatte die jetzt im Kühlschrank, aber wenn man die dann so ein bisschen draußen stehen lässt, dann werden die auch wieder cremiger und ach, ich liebe es einfach so sehr. Genau, vor allem, weil die einfach echt sehr, sehr wenig Zucker haben und sehr viele Ballaststoffe, finde ich immer crazy. Und die schmeckt halt einfach natürlich, also auf jeden Fall nicht so krass süß, aber für mich einfach wirklich genug süß und man schmeckt einfach das ganze Nussmus und die guten Zutaten raus, finde ich immer sehr, sehr cool. Genau, das gibt es jetzt auch als Dessert. Dann hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne wie immer Feedback da oder ja, gerne natürlich auch ein Abo und einen Kommentar. Das freut mich immer sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.